Länderspielpause und 9. Spieltag der EM-Quali schaffen es die Nordmazedonen nochmal die Italiener zu ärgern. Dazu die Partien Polen gegen Tschechien und Niederlande gegen Irland. Viel Spaß dabei! Das Ende ist nah. Wir schreiben den vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation. Hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Hallo Jan. Hallo Olli. Und es wird ja nochmal spannend, ja? Während manche Mannschaften, sagen wir mal die Türkei, es sich schon locker erlauben können, als qualifizierte Nation sich jetzt auf Testspiele gegen ambitionierte vierfache Weltmeister zu konzentrieren, ja, müssen ja andere noch richtig rackern. Und ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht durchweg die Partien mit den größten Wettchancen sind, aber doch moderat guten Chancen, haben wir uns jetzt dafür entschieden, uns mal vor allen Dingen mit den Mannschaften zu befassen, die eben jetzt noch in der Pflicht stehen, ja, für die, ja, die noch liefern müssen, für die vielleicht schon das Spiel der allerletzten Chance, der allerletzten theoretischen kommt, ja, und ja, manche Mannschaften haben wir schon dabei oder manche Duelle, einfach weil sie jetzt zu Klassikern auch dieser Veranstaltung geworden sind, ja, immer wieder gern Italien gegen Nordmazedonien. Ja, der Dritte gegen die Vierte in der Gruppe C und die Italiener sollten tunlichst gewinnen, um da noch irgendwie mit auf den EM-Zug aufzuspringen, ja, also England und die Ukraine noch davor und ja, am 10. Spieltag gibt es ja dann das Duell in der Bayer Arena, Ukraine gegen Italien. Das könnte dann nochmal eine knifflige Kiste werden, wenn die Italiener es jetzt nicht schaffen, im Olympiastadion zu Rom gegen Nordmazedonien zu gewinnen. Ja, letztendlich wird es ja auf jeden Fall dann eine knifflige Kiste, weil die Entscheidung wird dann schon erst in diesem letzten Spiel fallen. Ja, klar, wenn jetzt Italien gewinnt gegen Nordmazedonien, dann reicht ihnen ein Unentschieden gegen die Ukraine. Ja, das wäre schon ein bisschen beruhigend, ja, obwohl man bei den Italienern ja nie weiß. Ja, wenn sie jetzt verlieren sollten, ja, wäre natürlich jetzt nicht so richtig gut für die Moral, ja, und wäre die jüngere italienische Fußballgeschichte um eine Peinlichkeit reicher, in der Tat. Aber selbst dann könnten sie es mit einem abschließenden Sieg gegen die Ukraine noch gerade biegen. Ja, insofern ja, sieht es im Moment tabellarisch natürlich ein bisschen bitter, trostlos gefährlich aus. Heikel. Ja. Heikel, ja, und muss man auch ernst nehmen, ja, weil die Italiener ja schon gezeigt haben bei den jüngsten Qualifikationen, ja, dass eben selbst vermeintlich sehr beruhigende Ausgangskonstellationen dann noch verspielt werden können. Ja, und wenn man sich die Quoten anschaut, dann handelt es sich hier um so eine beruhigende Konstellation. Ja. Heimsieg scheint überhaupt keinen Weg dran vorbeizuführen. Eine 1,17 gibt es dafür gerade mal. Unentschiedene 6,8, Auswärtsquote 15. Ja, und wenn man es sich anschaut, bis jetzt hat ja Italien auch nicht so ganz viel falsch gemacht. Beide Duelle gegen England verloren. Das ist natürlich nicht so richtig gut, ja, aber. Kann passieren. Ja, das ist jetzt diese Rache der drei Löwen dafür, dass damals eben dieser EM-Titel an die Squadra Azzurra ging. Ja, da können sie sich jetzt diese Siege jetzt auch den Engländern gerne gönnen, wenn es dann am Ende gut ausgeht. Ja, aber gegen Nordmazedonien ging es eben tendenziell eher selten gut aus. Vier Duelle gab es jetzt seit 2016, ja, und tatsächlich eine ausgeglichene Bilanz. Ein Sieg Italien, ein Sieg Nordmazedonien, zwei Unentschieden. Dieser eine Sieg der Nordmazedonier, das war ja damals dieses Playoff-Halbfinale vor heimischer Kulisse zur jüngsten WM, ja, was ja dann, wie gesagt, sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ein unschönes Wohlgefallen. Auch das zweite Heimspiel gegen die Nordmazedonier nur unentschieden gespielt. Ja. Das heißt, zu Hause steht da immer noch der erste Dreier aus. Ja, der sollte jetzt aber den Italienern gelingen. Also ich denke mal, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, Nordmazedonien ernst nehmen werden und ja, die Partie vielleicht mit 2-0 gewinnen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Gehe ich auch mit in gewissem Sinne. Ja, ich gehe davon aus, dass relativ wenig Tore fallen werden. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Wettanbieter, ja, die sehen dann doch das Leistungsgefälle als so groß an. Ja, die klare Favoritenstellung drückt ja schon die Drei-Wege-Quote aus. Ja, aber gehen eben von so einem deutlichen Sieg aus, dass eben auch locker drei Tore fallen. Über 2,5 gibt gerade eine 1,5. Glaube ich aber nicht. Ja, gerade wenn ich eben mir diese Duellhistorie vor Augen führe. Unter 2,5 bringt dann eine 2,35. Ja, das wäre hier mein Tipp. Einfach, weil ich es ja nicht vertreten kann, nochmal auf Italien zu tippen. Ja, die letzten beiden Male lag ich da schon falsch und habe immer großartige Quoten mir durch die Hände gleiten lassen. Doppelte Chance X2 lohnt sich auch. Da ist mir ja so ziemlich genau bei einer 4. Aber ja, so richtig gut sind sie auch nicht drauf. Ja, sie hängen zwar den Italienern im Genick in der Tabelle, ja, aber haben gerade mal gegen Malta bisher eben
die Duelle gewinnen könnten. Und müssen am letzten Spieltag gegen England ran. Ja, na, sie werden sich nicht mehr qualifizieren, ja. Aber was sie bisher eben geliefert haben, das war eben auch nicht so überzeugend. Nur eben gegen den absoluten Punktelieferanten, ja, die Pflicht erfüllt. Dazu das obligatorische Unentschieden gegen Italien, ja. Dieser direkt verwandelte Freistoß hat dann eben da diese neuerliche Überraschung bewerkstelligt. Und ja, insofern sehe ich die Italiener schon im Vorteil. Ja, aber lohnt sich nicht. Deutlicher Sieg, glaube ich, auch nicht. Mein Tipp unter 2,5 Tore. Okay, ja, da würde ich dann ja mit meinem Tipp ja auch mitgehen. Dann schauen wir doch mal in die Gruppe E. Dein Handicap minus 1, eine 1,5 übrigens. Ja, naja, gut. Bringt ja auch nicht so viel, ne? Schauen wir mal in die Gruppe E. Dort tummeln sich hinter Albanien, man höre und staune, Tschechien und Polen. Und die treffen jetzt im Duell in Warschau aufeinander. Freitag 20.45 Uhr am 17.11. Und das ist ja für Polen eigentlich die letzte Chance, da mit einem Sieg doch nochmal europäische Luft zu schnuppern, oder? Zumindest über den Weg der normalen Qualifikation. Ja, und diese ganze Situation dieser Gruppe ist ja so verworren, dass selbst eben ein Sieg gerade mal die mathematische Chance am Leben erhält. Ja, ja, wenn Moldau im Parallelspiel eben auch gewinnt, dann sind sie eigentlich so gut wie weg. Ja, weil dann im Endspiel, ja, Polen hat ja jetzt das letzte Spiel schon, Moldau und Tschechien haben jeweils noch eins, ja, und zwar auch noch direkt gegeneinander am letzten Spieltag. Ja, da spricht vieles dafür, dass dann eben eine dieser Mannschaften sich den zweiten Platz sichert, ja, und erster ist eben Albanien. Damit hätte man jetzt vor Start der Quali auch nicht gerechnet, ja. Man dachte ja eigentlich, Tschechien und Polen gehen da relativ souverän durch, ja, und gerade die Polen, richtig enttäuschende Nummer, haben inzwischen schon den dritten Nationaltrainer, ja, Fernando Santos, wurde gerade mal eben verpflichtet im Nachhinein, um der deutschen Nationalmannschaft eine Testspielniederlage beizubringen, ja. 6 Spiele war er insgesamt da, hat sich insgesamt 3 Niederlagen eingefangen in diesen 6 Spielen, unter anderem eine richtige Klatsche gegen Albanien. Gegen Tschechien haben sie eben auch verloren, ja, und das ja, hat dann eigentlich schon alle Chancen beseitigt. Jetzt ist Michal Probierz da, ja, der vormalige U21-Nationalspieler, der sich bestimmt etwas anders ausspricht, aber die Richtung stimmte, würde ich einfach mal sagen. Ja, und sich jetzt aber auch so mäßig eingeführt. Ja, ein 2:0 auf den Färöerinseln, okay, ja, das war die Pflicht. Danach eben der Punktgewinn gegen Moldau, ja, letztendlich zu wenig, ja, in der jetzigen Situation. Und insofern darf man gerne Zweifel haben, dass es jetzt gegen die Tschechen gut ausgeht, und leichte Zweifel bis mittlere Zweifel haben auch die Buchmacher. Mini-Favoritenstellung für die Gastgeber mit einer 2,5. Auswärtssieg Tschechien 2,9. Damit könnten sie ja quasi schon alles klar machen. Unentschieden 3,1. Ja, sehr niedrig quotiert das Unentschieden. Ich bin mir bei dieser Partie auch unsicher und würde daher hier auch das Unentschieden in Erwägung ziehen. Hat natürlich seine Gründe, warum das so niedrig quotiert ist. 9 Duelle gab es bisher zwischen beiden Teams, ja, inklusive Testspiele auch. Und es gab eben noch nie ein Unentschieden. Ja. Insofern wäre es jetzt im 10. Anlauf die Premiere. Gut, gibt jetzt Leute, die sagen, entgegen jeder Mathematik, es wird jedes Mal wahrscheinlicher, dass es das erste Unentschieden gibt. Ja, ist ja streng genommen immer gleich wahrscheinlich. Aber ja, sicherlich, irgendwann wird es dann mal ein Unentschieden geben. Ja, vielleicht jetzt tatsächlich. Tschechien würde es vielleicht nehmen. Ja, für die Polen eigentlich, ja, wie gesagt, viel zu wenig, ja. Und letztendlich werden sich die Polen natürlich auch sagen, okay, wir sind nun wirklich nicht in guter Verfassung. Ja, aber Tschechien hat natürlich jetzt auch nicht die Bombenrunde gespielt. Ja, sonst wären sie eben nicht hinter Albanien und müssten sich da mächtig strecken, um noch Platz 2 mitzunehmen. Haben auch in Albanien 0:3 verloren. Ja, also wirklich ja, ganz schöner Hammer. Und auch sonst alles immer sehr, sehr knapp gemacht. Ein 1:0 zu Hause gegen die Färöerinseln, ein 1:1 zu Hause gegen Albanien. 0:0 in Moldau, ja, also extrem wenige Tore immer. Insofern kann man hier auch mal einen Blick auf die Über-Unterquoten werfen, aber Wettanbieter sehen es hier eben ähnlich so, ja, dass das Tore-Schießen beiden Mannschaften nicht so im Blut liegt. Über 2,5 gibt dann schon eine 2,15, maximal 2 Treffer eine 1,6, ja, nicht meine erste Wahl. Nee. Was tippst du denn? Ich nehme beide Treffen zu einer Quote von 1,9. Ja. Ja, das denke ich schon. Ja, von 1,1 vielleicht. Auch wenn gerade die Tschechen eben relativ sparsam geknipst haben. Ja, Polen lassen doch gerne einen rein, gerade gegen Mannschaften, die jetzt ungefähr ebenbürtig sind. Bisschen Tick stärker, ja. Als ein Stück stärker würde ich die Tschechen schon einschätzen. Ja, im Zweifelfalle, wenn ich mich festlegen musste, würde ich die Head-to-Head-Wette nehmen auf einen Sieg der Gäste. Aber ja, damit komme ich quotentechnisch auch nicht besser weg. Ja, okay. Dann gucken wir doch mal in die Gruppe B, was da so los ist. Niederlande gegen Irland am Samstag um 20.45 Uhr in der Johan Cruyff Arena zu Amsterdam. Ja, Niederlande glücklich mit dem 0:1-Erfolg in Griechenland. Da war Virgil van Dijks Elfmeter doch
doch noch wahrscheinlich Gold wert am Ende. Aktuell Platz 2 hinter Frankreich und diesen Platz gilt es natürlich zu verteidigen. Jetzt auch zu Hause gegen Irland. Und ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass das den Niederländern gelingen könnte, wenn sie denn mal ein bisschen jetzt weniger Druck verspüren. In der Tat war das natürlich Gold wert, dass Van Dijk da in der 93. Minute das goldene Tor geschossen hatte. Ja. Vorher hatten sie ja schon 11 Meter vergeben und waren vor allen Dingen auch ja doch relativ überlegen die gesamte Distanz über. Mit diesem Sieg haben sie dann ja quasi schon ja zumindest alle realistischen Zweifel beseitigt, muss man ja auch sagen. Ja. Kamen sie ja relativ teuer zu stehen, tabellarisch und spannungstechnisch, dass eben die beiden Duelle gegen Frankreich schiefgegangen sind. Mhm. Ja, aber ja, ansonsten haben sie sich nicht viel zu Schulden kommen lassen und jetzt brauchen sie eigentlich nur noch einen Sieg in den finalen beiden Spielen. Jetzt gegen Irland durchaus machbar, würde ich sagen. Ja, sagen die Quoten auch. Gucken wir uns gleich an. Dann geht es noch gegen Gibraltar. Das kann man durchaus auch gewinnen. Spätestens da, ja. Ja, und um das Glück der Elfteil perfekt zu machen, die Griechen spielen ja in ihrem letzten Spiel gegen Frankreich, ja, und müssten das ja dann schon gewinnen, um da die eigenen Chancen am Leben zu erhalten. Haben wir alle schon gesehen. Ist nicht ausgeschlossen, ja. Die Griechen spielen ja wirklich eine sehr starke Runde, viel stärker, als es ihnen zuzutrauen war. Haben sich auch in Frankreich teuer verkauft, ja, auch gegen die Niederländer eben, war spannend. Nicht so alt ausgesehen, ja. Aber dadurch, dass es die Elfteil eben selber quasi in der Hand hat, ja, wird es dann wahrscheinlich nichts mit dem zweiten EM-Titel. Zumindest wird die Quali nicht über diese Qualifikationsrunde gelingen. Ja, vielleicht dann im ersten Nachfassen über die Nations League-Gruppen. Ja, deutliche Favoritenstellung für die Elfteil mit einer 1,16, unentschieden 6,9 und gewinnen die Iren, gibt es glatt weg eine 17. Wow, ja, das glaube ich aber nicht. Also ich denke, die werden jetzt gleich das Heimspiel ziehen, die Niederländer. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass da ein paar mehr Tore fallen werden. Ja, so wie du es annimmst, über 2,5 gibt eine 1,55. Ja, das heißt, da kann gerne auch noch ein dritter oder vierter Treffer fallen. Belassen es beide Teams bei maximal 2 Treffern, gibt es eine 2,25. Ja, denkt man schon natürlich, dass das Leistungsgefälle zwischen beiden Teams so groß ist, dass das gelingen sollte, ja, dass die Elfteil da richtig Lust nochmal hat, da schon Nägel mit Köpfen zu machen. Ja. Und die Iren sind natürlich jetzt auch nicht der Gegner, der sie vielleicht vor ein paar Jahren noch waren. Ja, wenn man sich anschaut in der zu Ende gehenden Quali, sie haben tatsächlich nur Gibraltar besiegt. Ja, und eben ja, gegen alle anderen Mannschaften verloren, gegen Frankreich schon zweimal, gegen Griechenland zweimal. Das Hinspiel gegen die Elfteil haben sie natürlich auch verloren, ja, aber Ehrenrettung, es war in aller Regel knapp, nie mit mehr 2 Toren. Ja. Hinspiel eben zu Hause gegen Holland 1-2 verloren, gegen Frankreich 0-1 und 0-2. Gegen Griechenland 0-2 und 1-2, ja, sehr viele Nullen dabei. Ja, das heißt, in der Offensive übertreiben sie es nicht, die Boys in Green, ja, aber eben hinten stehen sie doch relativ sicher. Insofern, mit ein bisschen Mut und Tatendrang und ja, etwas Risikokapital kann man da schon drauf setzen, dass wenig Tore fallen. Ja, was tippst du denn genau? Legst du dich auf den Sieger fest? Niederlande macht das, oder? Na, bei die Drei-Wege-Quote braucht man hier, glaube ich, nicht näher in Erwägung zu ziehen. Ja, Handicap minus 1 bringt eine 1,5, Handicap minus 2 eine 2,35. Ja, also Handicap minus 1 würde ich schon auch mit verbundenen Augen mir zutrauen zu nehmen. Ja, weil verrückte Situation. Die Iren können sich ja selber nicht mehr qualifizieren, ja, aber für die Iren selbst wäre es eben besser, wenn die niederländische Elfteil sich direkt über die Gruppe qualifiziert als die Griechen. In der Nations League-Wertung liegen die Griechen ja hinter den Iren. Ja, das heißt, ja, beim zweiten Anlauf werden die Iren dann besser platziert. Größere Chancen, dass sie dann in diesem Finalturnier dabei wären. Ja, aber ich glaube, auf so eine Unterstützung ist die Elfteil gar nicht angewiesen. Ja, Handicap minus 1 hier, so eine Mini-Quote, die man aber schon nochmal abfassen kann. Verrückt, kann man auch dieses System dann noch irgendwie exploiten. Das ist ja schon angelegt. Ja, also richtig verrückt wird es ja erst wieder, wenn es dann um die dritten Plätze bei der EM-Endrunde geht. Ja. Also ja, da sind dann wieder die Rechenschieber gefragt. Ich denke mal so irgendwas zwischen 2-0 und 4-1 würde ich ja vermuten. Das kann ich mir eigentlich da sehr gut vorstellen. Ja, ich würde eher aufs 2-0 gehen. Aber wer weiß. Ja, spannende Geschichte. Ja gut, dann können wir mal gucken, welche Teams sich da in eine günstige Ausgangsposition bringen, um am Ende bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Ja, und das Schöne ist ja, dank Italien zum Beispiel, ja, der, wo bis zuletzt gezittert wird, geht es dann eben auch am 10. Spieltag noch richtig um was. Ja, insofern steht uns doch eine hoffentlich vergnügliche Bundesliga-Pause ins Haus. Wir sind vage optimistisch, ja, dass uns das Spielgeschehen über die Ausfälle am kommenden Wochenende hinwegtröstet. Aber so für so ein bisschen Unterhaltung könnte ja das Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei sorgen. Damit beschäftigen wir uns dann morgen.